Hallo Leute, ich habe eigentlich nicht damit gerechnet, dass ich heute ein Video auf meinem Kanal hochladen kann. Ihr wahrscheinlich auch nicht, oder doch? Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Es ist ja noch relativ früh, ich weiß auch nicht, wie groß das hier wird, das wird nur ganz kurz werden. Und zwar, es ist 20:03 Uhr und ich hatte bis jetzt keine Zeit, beziehungsweise ich hätte mir Zeit machen können. Aber ich habe den ganzen Tag an etwas gearbeitet. In Minecraft. Und ja, es sind vier Kisten. Hier steht noch 521 plus 215. Und hier stehen überall Zahlen dran. Hier sind Zahlen und in Klammern Plusdaten. Manchmal plus 0. Manchmal sogar ein bedeutendes Plus. Nur 12 von 110. Hier wollte ich nicht an die Rückseite schreiben, damit ich es übersichtlicher habe. Und zwar sind in diesen Kisten Sachen drinne. Von Dingen, die man nicht bekommen kann. Und Dingen, die man nicht bekommen kann. Und noch mehr Dingen, die man nicht bekommen kann. Und Dinge, die ich nicht bekommen möchte. Es gibt ja jetzt auch Pfeile mit Effekten. Die kann man durch Verweiltränke herstellen. Ich weiß ab sofort alles über Minecraft. Ich weiß einfach alles. Ich weiß selbst, wie man mit Redstone gut umgehen kann. Heute habe ich alles über Minecraft gelernt. Das mache ich auch nicht. Und ich mache nur Effizienz 5 und Schutz 4. Und sonst sind hier alle anderen Bücher drin. Denn die Spawn-Eier, die kann man auch nicht bekommen. Und die ganzen Tränke. Nein. Nein. Die ganzen Werftränke, nein. Die ganzen Verweiltränke, mit denen man die Pfeile da machen kann, auch nein. Das alles mache ich nicht. Diese Kisten hier werde ich noch alle entfernen. Dafür mache ich aber was ganz anderes. Hier ist ein Schild mit abgeben. Und die restlichen 6, 7 Stunden. Erstmal hier kurz zeigen, ein Fahrstuhl. Meine Redstone-Kenntnisse. Schon ist man wieder oben. Geht seit der 1.9, dass Pistons einen so krass verschieben können. Wir können entweder hochgehen oder abgeben. Und ich habe mir heute extra Optifine dafür geholt. Denn ich habe nur 30 FPS und nein. Alles. Einfach alles, was man in Minecraft bekommen kann, werden wir sammeln. Ich weiß nicht, ich glaube, ich habe das sogar mal ganz kurz angesprochen gehabt in irgendeinem Video. Einfach so als Nebenläufer und habe mir so gedacht, ja. Ah ja, übrigens, ich bin vorhin fast ausgerastet, als ich mir mit meinen ganzen Errechnungen, wofür die Zahlen oben waren, hier stehen geblieben beim letzten Item. Es sind 521, die wir finden müssen und ich möchte alles. Alles, was man sammeln kann und außer diese Tränke, die mir zu nervig sind, möchte ich hier in Minecraft sammeln. Und das 521. Weil 521 ist eine Primzahl, das hat ja super gepasst, um hier irgendwelche Felder anzulegen. Habe ich das einfach hier hingetan und habe gesagt, das ist der Enderkristall, weil der relativ cool aussieht und für mich das Besondere ist, was hier hinkommt. Hier ist sogar ein Endstein, oh. Mir hat hier eins gefehlt. Und ich bin wahnsinnig geworden. Und ich bin alles durchgegangen. Von hier über bin ich durchgegangen. Und immer wenn ich irgendwas suche, auch bei Puzzleteilen, wenn ich durch Kisten schaue, ist es meistens immer das in der letzten Ecke. Und ich habe tatsächlich, ich habe durchgezählt von diesen verschiedenen Farbdingern, von all die Banner, die wir uns holen werden, sind es immer 16. Und Teppiche. Und ich zähle da oben. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Was? Und dann blauer Teppich. Und oben vergessen, sorry. Man erkennt diese Strichchen hier gar nicht gescheit. Oh, ich habe jetzt Optifine, Leute. Das hat auch gedauert, das zu finden. Vor allen Dingen spiele ich hiermit jetzt auf der 1.9. Aktuell ist draußen die 1.9.2. Aber ich habe auch geschaut. Ich habe extra, das hier ist ein Backup. Und ich bin sicher gegangen, weil ich wollte nichts kaputt machen. Deshalb habe ich das hier noch zu einer zweiten Welt gemacht, als ich schon mir einiges erarbeitet hatte. Weil ich Optifine wollte. Ich finde es irgendwie doof, dass wenn man hier steht, selbst mir ist nichts Besseres eingefallen, damit man überall drankommt. Weil wenn ich hier vorne Wege gebaut hätte, würde es nicht so cool aussehen, wenn man da steht und auf alles drauf schaut.
Deshalb habe ich hier diese Wege. Man kommt hier gut an alles dran, wenn man von hier aus und vom nächsten aus so macht. Man kann alle erreichen. Und selbst von hier aus das zu lesen ist schon ein bisschen doof und deshalb sieht es halt cooler aus und ja. Bei Optifine wurde gesagt, diese Mod ist dazu da, dass es alles stabiler ist für den Spieler und dass Minecraft besser zu genießen ist. Aber immer, wenn ich das in der Aufnahme benutze, geht die auf 25 FPS runter. What's up? Okay. Minecraft Everything wird es heißen. Und ich geselle mich damit ab sofort offiziell zu den Leuten, die Minecraft Singleplayer Let's Play Welten anfangen. Dieser 1 von 1 Milliarde Let's Plays, die es dazu gibt. Und auch immer diese ganzen Projekte, Minecraft Hero, Minecraft Legend, Minecraft Over 9000 XP Platinum Edition, was sich die ganzen tollen YouTuber so einfallen lassen. Und dann haben sie wieder irgendwelche Let's Plays und irgendwelche Mods. Ich weiß nicht, ob sowas hier schon mal jemand gemacht hat. Wenn ja, das hier ist aus meinem eigenen Kopf alles entstanden. Und keine Ahnung, wenn es schon mal jemand gemacht hat, schön für ihn, aber ich würde das gerne tun und ich würde das gerne mit meinem Namen tun und dafür stehe ich. Aber ich werde diese Map jetzt auch so nochmal speichern und ihr könnt sie dann im 1.9 oder 1.9.2, falls irgendwas kaputt gegangen sein sollte, weil es gibt ja auch im End alles neues Zeugs und so, aber das dürfte hier alles drin sein in der 1.9, auf der ich jetzt halt, wie gesagt, spiele. Ich werde sie für euch zum Download bereitstellen in dieser unfertigen Phase. Ihr könnt selber alles sammeln, wenn ihr wollt. Ich persönlich bin nämlich ein Sammelfreak und muss Spiele auf 100% spielen. Und das ist ein relativ guter Weg, um Minecraft auf 100% zu spielen. Einige Sachen werden sehr schwer werden, einige sehr lange. Ich denke, ich werde es nicht täglich hochladen. Das wird kein Daily-Projekt. Aber so, wenn ich 20-Minuten-Parts draus mache, kann es sein, dass das ein über 100-Folgen-Projekt wird. Und das wäre dann auch das erste auf meinem Projekt und auf meinem Kanal. Was auch eigentlich ganz cool wäre, weil ich schon immer mal irgendwie so ein richtig langes Projekt auf meinem Kanal haben wollte. Und darauf zurückzuschauen, wenn es fertig ist, ist bestimmt eine schicke Sache. Okay, dann habe ich euch das alles gezeigt. Ich habe das hier extra, damit man immer zurückfinden kann, weil man muss ja auch Biome durchreisen und alles, habe ich das extra hier auf die Koordinate 00 gesetzt. Seht ihr bei XYZ? Kann man das so sehen? Ah ja, jetzt. Hier. Und ich habe noch hier oben was hingebaut, wenn es Nacht ist. Was? Wieso ist das jetzt schon wieder Tag? Weil es die falsche Richtung war. So, wenn es dunkel ist, sieht man das auch vom Weiten wegleuchten. Dafür werde ich dann noch meine Chance etwas hochstellen. Die habe ich gerade aktuell niedrig, da mein PC generell heute irgendwie streikt. Aber ja. Und ich werde die Wolken ausmachen. Wieso sind die an? Ich habe Wolken nie an. Was ist da los? Ah ja, ich glaube, hier sind noch einige Sachen generell anders, seitdem ich Optifine drin habe. Sichtweite. Machen wir mal 13. Steht hier irgendwas mit Wolken? Suche ich selber. Suche ich selber. Okay, dann, ich hoffe, dass ihr daran interessiert seid. Denn ab jetzt, ich werde halt die Kisten hier wegmachen und dann ist alles außer, es war ein bisschen doof, dass hier im Wasser war, das bei 0,0. Ich habe erst überlegt, ob ich es auf dem Berg mache, weil ich dann mehr Höhlenplatz habe. Und dann habe ich hier einfach diesen schicken Kiesweg angelegt und diese Erde hier sollte man nicht abbauen, weil da drunter ist schon direkt dann Holz. Und da wäre mir fast alles reingetropft und so. Deshalb, ich hoffe, ihr seid daran interessiert, denn das wird erstmal so eine lange Zeit auf meinem Kanal laufen werden. Ich denke mal, neben einem anderen Projekt, was jetzt im April anfangen wird, wo ich mich sehr drauf freue. Und Undertale. Ich möchte Undertale in spätestens 2 Wochen eigentlich gerne haben. Weil es kam nun kein Ostersale. Ich habe auf ein Ostersale gehofft, in dem es drankommen würde.
Aber nein, gönnen wir Toby Fox die 999. Okay, danke fürs Zusehen. Ciao.